Jahren der Gefangenschaft im smaragdgrünen Albtraum ist Erzdruide Malfurion Sturmgrimm endlich in die Welt der Sterblichen zurückgekehrt. Wiedervereinigt mit seiner geliebten Tyrande Whisperwind strebt Malfurion nach der Heilung des verderbten Weltenbaums Teldrassil, um der Seele seines Volkes neues Leben einzuhauchen. Doch nun, da der Kataklysmus die Äste ihres enormen Baumes erschüttert, rüsten sich die Nachtelfen gegen den kommenden Sturm. Während Krieg und Zerstörung von allen Seiten drohen, liegt es an Nachtelfen wie euch, Stärke zu zeigen und das Erbe eures Volkes zu schützen. Ein wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach Moin Moin und herzlich willkommen zu Leveln, Looten, Laberei. Das ist unser Let's Quest, Let's Play Together to World of Warcraft und ich habe dabei mit dabei mich. Haben wir den Finchi. Juhu. Diese kleine quiekige Stimme, das... Ja, genau, das bin ich, ja. Ja, wir haben... ich hatte schon länger mal die Idee, einfach mal das Spiel, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe, euch darzulegen, indem ich irgendwie so ein Let's Play mache, aber alleine hatte ich nie so richtig Lust. Und da ich durch den WoW-Podcast jemanden begeistern konnte, wieder mitzumischen, bist du halt jetzt dabei. Und wir haben uns beide Nachtelfen erstellt. Ich spiele einen Mönch. Ja, ich habe einen Druiden und... wie das Ganze so wird, ja gut, wir könnten natürlich jetzt direkt voll loslegen, was wir schon geplant haben und machen und tun, aber das lassen wir. Genau, und das ist, ihr seht, wie gesagt, jetzt die erste Ausgabe, den Prototypen. Es wird vermutlich wöchentlich immer ein Part geben, so von und um Mumbai 15 bis 20 Minuten. Ja, und falls ihr tatsächlich Finchi noch nicht abonniert haben solltet, wenn ihr auf meinem Kanal schaut, solltet ihr das natürlich nachholen. Ich werde das immer seinen Kanal in die Videobeschreibung packen. Ja, so, ja. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal hier mit der ersten Quest, oder was? Genau, das ist ja die erste Quest, weil wir haben, wir stehen ja quasi hier vor dem Typ. Wie heißt der eigentlich? Ich kann das... Il-Zalaine. Ja, er ist alleine. Er ist alleine, alles klar. Wir müssen erstmal in eine Gruppe, das wäre ja mal ein Vorteil, ne? Warte mal. Einladen, so. Ja gut, machen wir das so. Zack. Wunderbar. Stimmt. Das ist ja... Was haben wir denn da oben links auf dem Fenster? Gruppen, okay. Also ich hab dich oben links... Ich hab mich auch oben links. Das Wer kommt denn her? Oh, so. Seid gegrüßt, Bruno, ich bin nie alleine. Was? Lesen wir das mal alles vor? Nee, oder? Nee. Reist weiter, Mönch, und dünnt die Population der Nachtsäbler aus. Also Christine, genau. Sechs Junge. Genau, Nachtsäbler. Wir müssen jetzt hier vorne... Ich find's ja schon mal gut, dass sie jetzt auf der Karte hier oben eingezeichnet haben, direkt in welchem Gebiet sich diese Nachtsäbler befinden. Weil das war ja ganz früher, gab's das ja nicht. Da brauchte man für solche, dass das Questziel auf der Karte eingezeigt wurde, braucht man quasi ein Add-on für. Weil normalerweise gab es das ja nicht. Da musste man sich quasi aus dem Questtext erschließen, wo es jetzt die Questziele gibt. Also in dem Fall hier diese komischen Katzen, die man da jetzt gleich töten muss. Ja, ein bisschen was haben sie zum Positiven verändert oder dafür gesorgt, dass man keine Add-ons hat. Na. Guck mal, da kann man jetzt wieder loslegen. Achso, wir haben. Ich habe voll die super Hyperattacke, meine Güte. ich habe kein Schnelllooten eingestellt, das ist schon mal kacke. Na, ich lasse das Schnelllooten erstmal aus, weil hier ist ja wirklich so mega viel Crap, den man hier aufhebt, das werde ich mir nicht antun. Jedenfalls haben wir so ein bisschen Level-Equip, sprich wir kriegen ein bisschen zusätzliche EP. Oh hier, Moonfire. Okay, also der Mönch ist quasi auch ein Nahkämpfer, oder was? Ja. Katzenhaar, okay. Immer wichtig. Ja, sehr wichtig. Wenn uns die Haare ausgehen und wir mal eine Perücke basteln müssten. Ich spiele übrigens, das kann ich ja mal einfach mal stumpf anmerken, für dieses Let's Play habe ich seit Ewigkeiten mal wieder Musik an im WoW, was ich sonst eigentlich immer ausgeschaltet habe. Ja, das ist natürlich auch, vor allen Dingen ist das Let's Play vielleicht auch für die Leute ganz interessant, die WoW halt noch nicht gespielt haben. Ja. Na, dann, vor allen Dingen, einzige, was ein bisschen schade ist, dass das mit dem Level-Equipment ist ja ganz gut. Das heißt, wir leveln relativ zügig jetzt, weil wenn ich das schon sehe, dass ich nach ein paar Gegnern jetzt schon fast Level 2 bin. trotzdem ist es auf der einen Seite ein bisschen schade, weil ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, da haben wir, keine Ahnung, ich habe Tage in dem Startgebiet verbracht, bis ich dann mal Level, keine Ahnung, 15 war oder irgendwie sowas.
Und das geht halt jetzt relativ zügig. Wir haben das erste Quest ja sogar schon fertig, wie ich es sehe. Ja. Wenn man sich an die Quest direkt halten würde denn und erst aus dem Gebiet geht, wenn man soweit ist, dann... Ja. Was gibt's denn hier? Also wir tragen super. Beide Leder, was ein bisschen unpraktisch ist, aber jetzt in diesem Fall wurscht. So haben wir das erste Level, die ersten Handschuhe. Und jetzt, was? Teufelsmose? Von den Grellkin. Ja, diese Grellkin-Typen, die sind ja, ich kenne das nur alles, weil ich halt meistens Nachtelf gespielt habe. Die sind hier oben an diesem komischen kleinen Lager. Halt, hier ist auch noch irgendwo eine Quest. Ach, hier ist noch eine Quest. Oh mein Gott. Ja, die habe ich auch gerade gesehen auf der Karte. Und wir haben uns mit der Auswahl der Charaktere auch ein bisschen was dabei gedacht. Was war jetzt? Also, okay. Das kann man ja beides gleichzeitig da oben quasi machen. Wir haben uns ja bei der Auswahl der Charakterklassen haben wir uns ja was bei gedacht, weil der Druide, der kann quasi alles, der kann tanken, der kann heilen und der kann auch Schaden machen in verschiedenen Formen. Ja, und der Mönch ja, glaube ich, auch. Ne? Ja, genau, so quasi. Ja, auch alles. Was ich vorhin noch sagen wollte, für welche, die das jetzt vielleicht gucken und bisher noch gar nicht von WoW wissen, dass man WoW inzwischen spielen können soll, kostenfrei bis Level 20. Das heißt, es gibt also eigentlich keinen Grund mehr zu sagen, ich konnte mir es nicht angucken, ich muss ja bezahlen, das muss man erstmal noch nicht. Richtig. Und ich habe, auch theoretisch habe ich noch ein paar, wo sind wir? Ja, das geht jetzt gerade nicht, da steht mein Mikrofon vor, diese Test-Codes quasi, dass man halt WoW eine Zeit lang umsonst testen kann. Da habe ich auch noch ein paar hier rumliegen, falls da jemand Interesse hat. Vielleicht machen wir da, wenn wir Episode 10 haben, mal ein Gewinnspiel draus. Das werde ich aber auch mal looten, oder? Nee, ich heb eigentlich auf, aber ich lasse halt den Schrott immer liegen. Achso, ich habe schon 6 Teufelsmoos. Ja, ich auch. Was mussten wir denn noch? Ich nehme den Scheiß mit, das ist Gold. Hier, diese Säckchen einsammeln. Ah, ja, genau. Militars gestohlene Taschen. Ja, die Test-Accounts habe ich, glaube ich, auch noch. Die habe ich sogar noch aus der ersten Battle-Chest, die ich letztens hier gerade wieder gefunden habe. Und ich glaube, in jeder Collector's Edition, die ich gekauft habe, waren auch immer welche drin. Richtig, ich hatte auch bei StarCraft 2 hatte ich welche drin und bei dem Add-on dazu waren welche drin. Ich denke gerade, was ist das für ein Geräusch in dem? Ich kriege schon voll die Paras. Das ist meine Kerze, die geht gerade aus. Die zischt so komisch. So, jetzt haben wir diese blöden Taschen hier gesammelt. Ja. Das ist auch mal ganz praktisch, wenn man so die Quests hat und kann die quasi so gleichzeitig erledigen, indem man hier einfach die Typen platt macht und um die nächste Ecke die Dinger halt aufhebt. So, dann kannst du direkt mehrere Sachen gleichzeitig mal erledigen. Aber nochmal kurz auf die Charakterauswahl zurückzukommen. Du wolltest ja quasi, also du machst erstmal Schaden, denke ich mal, ne? Ja. Und ich werde sofort auf Tank gehen. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was tanken bedeutet, ich werde, wenn wir dann zusammen eine Instanz gehen, das ist ja ein bisschen, müssen wir das jetzt alles erklären, das erklärt sich ja quasi im Spielverlauf ja, dann das alleine. Wenn Leute wirklich da sich für interessieren, die werden da eh dranbleiben. Huch, es wird schon wieder Level up. Ist das Banane, ey. Tigerklaue, nächste Fähigkeit. IG. Oh, und ich habe Mondfeuer, habe ich jetzt. Eben das war Zorn. Ach, jetzt ist das Mondfeuer. Ja, eben war Zorn. Wo ist denn jetzt unser anderer Typ? Also der ist, glaube ich, hier unten drin, jetzt, wo wir jetzt hin müssen, ne? Was, wo? Ich fange schon wieder an, dass ich die Quest-Texte nicht lese. Ja, gut, ich ja auch nicht. Also ich werde dann als Tank, ich meine, man kann sich auch nicht vorstellen, was ein Tank sein soll. Ich werde dann quasi in den Innis als Tank fungieren. Also ich weiß nur, ich komme ja nun gerade aus dem Community-Clash. Wenn da ein Tank aufgetreten ist, das war gar nicht lustig. Okay. So ein mega Monsterviech, das du so gut wie schwer, so gut wie gar nicht totgekriegt hast, aber das steht, dafür steht Tank wahrscheinlich. Das ist ja im Spiel hier auch. Ja, eben. Halten enorm viel aus, ziehen die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich. Mhm. Hier drin ist übrigens der das Kalligraphie-Siegel haben will. Kalli was? Kalligraphie-Siegel, oder ist das jetzt eine Klassenquest von mir? Das ist, glaube ich, dann eine Klassenquest von dir. Ich habe nämlich gerade auch. Ich habe gerade unten angenommen. Der Druidenlehrer steht ja da unten und ich habe gerade quasi die Quest angenommen, dass ich jetzt Mondfeuer lernen soll, was ich aber schon habe. Ja, ich muss Tigerkralle ausüben. Gibt es hier überhaupt Attrappen zum Üben? Das gibt es ja eigentlich immer. Das ist auf jeden Fall auch neu, ne? Dass man das hier so machen muss, kann das sein?
Ja, das haben sie ein bisschen geändert. Früher musst du quasi das machen, hast dann die Fertigkeit gekriegt. Jetzt kriegst du die und musst die zweimal ausüben. Aber ich weiß gerade nicht an was. Ja. Ach, hier sind die Attrappen. Hier, hier. Wo, wo? Hier, wo der springende Komma ist. Ach, okay. Ah, da sind sie. Ich muss das tatsächlich nur einmal. Ja, ja, eben. Ich habe auch schon. Ja, das ist, also wie gesagt, wie ich das erste Mal damals gespielt habe, ich bin hier, oh Gott, ich war so überwältigt von dieser riesigen Welt und das alles und von diesem ganzen Startgebiet, wie das hier aussah und so. Aber jetzt, oder vor allen Dingen auch, wie ich dann damals gespielt habe und habe dann irgendwann mal die nächsten Twinks angefangen, sprich die ganzen Nebencharaktere, die ich so gespielt habe, man ist ja nur noch da durchgerannt, man hat ja quasi gar nichts mehr, man kannte ja alles schon und da ging man ruckzuck, ob man dann ja 10, 20, 30. Wo muss man hin? Wo müssen wir hin? Schon wieder vor mir weg. Ja. Ich glaube, das müssen wir hier hoch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war außen hoch. Außen rum, ne? Ich glaube, da gehen so eine Wendeltreppe oder sowas hoch. Kann das denn sein? Ja. Da hinten, ne? Hui. Und das Coole ist, mit dem. Ich habe ja damals auch einen Druiden gespielt. Also, mein zweiter Main kann man ihn fast schon nennen. Das war auch ein Druide als Tank. Und deswegen kenne ich das schon so ein bisschen. Ich habe das zwar jetzt Ewigkeiten nicht mehr gemacht, aber ich denke mal, wenn ich das wieder so zwei, dreimal dann gemacht habe, dann komme ich da wieder rein. Ja, und mit dem Level-Equip sollte das ja sowieso dann als Tank und in Bärenform ja sowieso. Also ich muss ja sagen, dass ich definitiv auch schon Druiden gespielt. Ich habe jetzt ja extra eine Klasse gewählt, die ich noch nicht so groß habe, weil ich halt schon ein paar um die 85 und größer habe. Hm. In diversen Klassen. Wieso bist du so flott? Ich nicht. Warum bist du so langsam? Der ist noch weiter oben. Hast du vielleicht zufällig irgendwelche noch Schuhe oder sowas, die ich nicht habe, so Level-Equipment-mäßig? Nee. Lauf ich schneller? Ich meine ja, oder? Scheiße. Hier war das nicht. Okay, hier war es immer falsch. Das fängt ja schon mal gut an. Jetzt kann man hier auch so super abkürzen. Ich meine, doch hier kann man abkürzen. Habe ich das, glaube ich, immer gemacht. Hopp. Gut, echt? Bupp. Ja, okay. Für den dann ein bisschen hier so. Oh, 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 oh. Ja, so macht man es nicht. Ja. Aber guck mal, die regenerieren so schnell auf dem Level noch. Aber das ist in die Richtung. Ach nee, ich glaube draußen am Brunnen. Hier hinterm Haus stand. Zwischen den beiden. Sprecht mit Dentaria Silbertal zwischen den beiden Teichen im Zentrum des Laubschattentals. Ja, gut. Ja, das lesen kann, ist klar im Vorteil. Das war wieder die Geschichte. Okay, man kann hier übrigens auch, weiß nicht, ob du das damals gemacht hast, diese ganzen Kleintiere, die hier rumlaufen. Ja. Anklicken und wenn du dann eingibst / Liebe und dass dann irgendwann alle Tiere zusammen hast, dann gibt es dafür einen Erfolg. Irgendwie ob groß, ob klein, alle Tiere sind mein und so eine Scherze. Genau, das habe ich damals gemacht. Also hier sollte. Ach, hier taucht sie gerade auf. Ich bin geehrt. Es ist gut, dass ihr gekommen seid. Es scheint, eure Ausbildung schreitet schnell voran. Ja. So, diesmal. Sammelt 7 Mondblüten. Achso, ja, das war diese ganz einfache. Einfach nur sammeln. Sammelquests sind nur immer zu zweit ein bisschen doof. Oder zu mehrerichen. Ja, Achso. Ja, der Finchi ist schon top gesund, der hustet gar nicht mehr. Ja, das ist. Ich kotze. Seit Weihnachten. Also quasi schon einen Monat habe ich den Kack jetzt. Ja, komm. Es dürfen noch Wetten abgeschlossen werden, ob du bis Ostern immer noch hustest. Aber Gott sei Dank gibt es ja jede Menge von diesen blöden Sammeldingern. Ja, das haben sie auch so. Bestimmte Gegner, die man töten muss. In manchen Gebieten, da ist die Zeit, bis sie wieder auftauchen, nicht mehr so lang wie früher. Hm. Manchmal nicht. Die ist ja auch, für die es jetzt noch nicht gesehen haben, wenn man jetzt zum Beispiel eine Quest hat, wo man einfach nur, wie zum Beispiel eben diese Katzen da killen muss, wo rennst denn du schon wieder hinten rum? Ich musste ja in gegensätzliche Richtung, damit ich nicht dir ins Gehege komme. Ich bin eh fertig. Ja, ich auch, ich versuche gerade zurückzukommen. Was nehmen wir denn jetzt hier? Scheiße. Was ist denn da? Stoff und Müll. Da gehe ich immer nach dem, was am meisten Geld hat, aber es kostet beides das gleiche. Also nämlich das, was ich sowieso nicht tragen kann. Sucht nach der Dryade mit dem Namen Tarindrella in der Schatten. Achso, Schattenweber, ja. Ja, da oben. Wo war ich jetzt eben? Bei, weiß ich nicht. Achso, genau, bei den Quests, wenn man jetzt hier einfach nur irgendwie die Katzen platt machen muss oder so und man ist in einer Gruppe mit jemand anderem, dann reicht es natürlich, also kann man sich aufteilen. Einer macht dann, keine Ahnung, die rechte Seite kaputt und der andere macht die linke Seite kaputt, dann hat man die Gegner natürlich, wie jetzt eben die 6 Katzen, relativ zügig zusammen.
Wenn man aber Sammelquests hat, wie gerade, dann muss jeder das halt einzeln sammeln. Ist dann ein bisschen dämlich manchmal. Lass mich gleich mal kurz gucken. Ich habe dich jetzt gerade überholt. Ich will mal eben was gucken, ob ich eine Volksfertigkeit habe, die irgendwie... Oder liegt das vielleicht an den Gildenboni, die du noch... Nee, wegen dem Ruf kann das gar nicht sein. Keine Ahnung. Aber irgendwas muss ich haben, wodurch ich schneller laufe. Ich versuche, wenn ich husten muss, immer das Mikrofon leiser zu machen. Da kommt jemand angelaufen. Hallo. Naja, egal. Wir wahrscheinlich ein bisschen schneller zu laufen, aber es hebt sich ja irgendwann auf. Zack. Waldweber spinnen. Da gibt's ich kann heilen. Das ist ja schön. Zack. Wie? Du hast jetzt eine Fertigkeit gekriegt, wieso ich nicht? Ich bin gerade, hatte Level up. Du musst ja links hier bei der Tante hier Quest. Ja, ich habe auch Level 4, aber ich habe nichts dazu gekriegt. Komisch. Kommt sie mit uns oder was? Ach, hier ist schon jemand durchgelaufen, das ist natürlich schlecht. Ja. Da läuft hier was Rotes. Sehr gut. Ich muss auch immer erst nah ran, das ist ein bisschen... Was bist du denn da? Wo ist ja, irgendwie läuft die Tante hier mit mir rum. Ich habe keine Ahnung, was das... Ja, mit mir auch, aber mir kamen keine wilden Blümchen. Merkwürdig. 152 Crit. Yeah. Was übrigens auch... Naja, neu ist es inzwischen ja für mich nicht mehr, aber irgendwann geändert wurde, ist, wenn du so in den Startgebieten früher warst als Zwerg, nenne ich es jetzt mal, als kleiner Charakter, waren alle Gegner rot. Das heißt, die hätten dich ja angegriffen, wenn du dann vorbeigekommen wärst. Das haben sie irgendwann geändert. Ja, die allerersten ja nicht. Ja, die ersten waren auch damals schon gelb. Echt? Also ich kenne das noch irgendwann aus einer Zeit, da war das noch rot. Oder echt? Ja. Nee, also ich glaube, ich habe ja eher angefangen als du. Kann das sein? Das kann sein, aber trotzdem bin ich ja mal... Also, nee, ich weiß es nämlich noch, dass ich damals die ersten ging. Und da war ich froh, dass sie mich nicht angegriffen haben. Und dann kam ich irgendwann in die nächsten, quasi zur nächsten höheren Stufe und da haben die Gegner mich direkt angegriffen und ich habe direkt zu viele gepult und bin gestorben. Deswegen weiß ich das noch. Du hast einen knackigen Hintern in deiner Boxershorts da. Ja, danke schön. Die sieht super aus, ne? Ach man, jetzt haben wir hier schon die blöde Quest-Spinne da rechts. Du hast da was gepult. Ja, mach mal. Ja. Du willst ja Tank werden. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn ich die Bärenform dann irgendwann hab. Ja komm, jetzt sterb halt. Hier um die Ecke sind noch ein paar. Na gut. Ein paar mehrere. Der Druide hat nämlich dann zu späteren Zeitpunkt halt verschiedene Tierformen, die er sich, oder halt als Baum, wenn er heilen möchte, oder als Eule, wenn er so... Ja, darf ich mal Valo zitieren? Wenn man an Heilen denkt, wann kommt einem dann ein Stück Holz in den Sinn? So, jetzt darf ich mir Waffen aussuchen, die ich alle nicht brauche. Wollte ich gerade sagen, ich auch nicht. Ich nehme den teuersten. Ich gehe dann immer nach der Questbelohnung, die am meisten Geld bei einbringen würde beim Verkaufen. Jetzt müssen wir die Tante da... Ach, okay, jetzt verstehe ich auch, warum die da mit uns mitläuft. Das haben sie ja auch geändert. Die war ja damals auch nicht da. Damals musste man jetzt, wenn man die Quest jetzt mit den Spinnen hier erledigt hatte, komplett zurücklatschen in das erste Haus, die Quest abgeben, die nächste annehmen und dann wieder bis hier latschen und die Riesenspinne kaputt machen. Das haben sie generell verkürzt, auch so mit Instanzenquests, die kriegst du in den Instanzen und so eine Scherze. Ja, genau. Warum steht da eigentlich ein Totem? Auf jeden Fall liegt hier 1, 2, 3 mal diese Gitis die Übel rum. Gitis die? Achso. Gitis oder Gitis. Da ist sie. Komm her. Kommst du wohl wieder zu mir? So, schlechter Tank. Nimmst du mal die Akku? Was gibt's denn hier? Ein Flederumhans. Ach nee, ein Gürtel. Alles Schrott. Wieso? Gürtel? Ja, jetzt mal wieder. Oh Gott. Sprecht mit den Tarier. Achso, die wieder raus. Huch! Hoppla. Ja, ich bin auch gerade. Ich dachte, was geht jetzt? Ich bin raus teleportiert. Das haben sie alles sehr vereinfacht. Mit dem auf jeden Fall. Füllt die Kristallfiole am Mondbrunnen im nordöstlichen Laubschattental. Hoch immer Nordosten ist, aber ich glaube, es war irgendwie so. Da. Was? Da oben war auf jeden Fall gerade irgendwo, hat er mir das angezeigt. Da oben ist, glaube ich, auch der Brunnen, ne? Ich weiß nicht. Hier ist übrigens jetzt hier einmal dieses tolle Tatzensymbol über den fliegenden Tieren.
Das heißt dann, dass man die gegen die Tiere antreten kann. Das ist das, was ich im Podcast auch erwähnt habe, die Haustierkämpfe. Was du wahrscheinlich noch nicht kannst, weil du noch nicht bei dem Haustiertrainer warst. Aber Ich sehe da halt so Touch-Symbole. Könnte das ja auch mal zeigen. In irgendeiner Folge werde ich es mal zeigen. Achso, jetzt muss ich ja mein Kraft-Dingens. Übrigens für die Leute, die bei mir zuschauen, ja, die logischerweise schauen die bei mir zu. Meine Quest-Auflistung hier rechts am Rand, für die, die schon WoW spielen und das vielleicht nicht kennen, ist von Carbonite. Falls sich jemand das Add-on runterladen will, genauso wie man Interfaces komplett umgemodelt. Charakterfenster sind von X-Pearl, die Leisten sind umsortiert durch Bartender. Ja. Dann habe ich hier Recount, was den gemachten Schaden, aus den ausgeteilten Schaden anzeigt und so eine Scherze. Ja, wenn da mal irgendjemand. So viele Add-ons da, ja, wenn jemand halt die Folgen gucken sollte und würde gerne wissen, welche Add-ons und Co. und so weiter, dann einfach mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich das nächste Mal auflisten. Bringt die gefüllte Kassel zu. Jetzt müssen wir aber da oben hoch, ne? Ich weiß nicht, ich renne dir mal hinterher. Ich glaube, in die falsche Richtung. Ich sehe das Fragezeichen nämlich hinter uns. Ja, nee, wir müssen hier hoch jetzt. Und da ist die Treppe. Wenn du das sagst. Pass auf, jetzt stehen wir gleich wieder da oben und es ist schon wieder nichts. Ja, Finchi ist das Navi. Navi. Ja, zumindest hier jetzt bei den alten Dingern. Ich glaube, das habe ich. Du hast es ja genauso aufgespielt eigentlich, oder? Aber nicht so auf Nachtelfen, ne? Kann das sein? Ich glaube nicht. Ich bin so der Drenai-Fetischist. Fand ich auch immer cool, Drenai. Aber ich so gemerkt. Also das ist hier übrigens auch ein Highlight, dass ich einen männlichen spiele, weil. Keine Ahnung warum. Ich wollte nicht, dass du das Bedürfnis hast, mich immer zu kuscheln. Und wer jetzt die Titel von uns hier sieht, ich sehe gerade hier Pronoob der Unermüdliche, das hat man natürlich am Anfang normalerweise auch nicht, die ganzen Titel. Das ist schön, dass du es erklärt, das sieht man bei mir nicht. Ach so, okay. Also siehst du meinen Namen quasi gar nicht? Nee, aber ich kann das ja gleich mal einstellen, dass es so einen Hauch von Standard-WoW hat. Okay. Beziehungsweise, Leder, die brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich sowieso alles nicht, weil ich ja diese Quest-Kacke da habe. Bringt das teilweise gefüllte wir gucken jetzt mal eben. Ich glaube, wo war denn das? Interface. Ist das Geselligkeit? Kann sein, ja. Statustext? Nein. Anzeige? Nein. So, während du da machst, kram ich an meine Taschen so ein bisschen. Mhm. Mein Name. So, freundliche Spieler. Zack. So, zurück zum Spiel. Jetzt habe ich den Namen eingeblendet, die seht ihr dann hier über unseren Köpfen. Jetzt, Finchi, kannst du nochmal erzählen, was es damit auf sich hat. Und zwar haben wir ja Titel, bei mir ist das momentan Finchi Jenkins. Ist ein ziemlich blöder Titel, ich mache mal einen anderen an. wir nehmen jetzt mal hier Botschafter zum Beispiel. Das ist, den Titel haben wir jetzt nur, die sind mittlerweile accountübergreifend. Früher waren die halt nur, was für mich auch logischer ist, wenn man mit einem Charakter zum Beispiel den Leechkönig getötet hat, dann hat man den Titel Königsmörder bekommen. Und mittlerweile kann ich jetzt mit allen Charakteren, die die entsprechende Stufe haben, schon vom Level her auch dann 80 sind und theoretisch den Arthas schon platt gemacht haben, hätten können, wie auch immer, kann ich quasi mit denen auch Königsmörder auswählen. Was bescheuert ist, weil ich ja mit einem anderen Charakter das gemacht habe. Wie auch immer, was ich sagen wollte, das ist halt nicht normal, dass man so einen Beinamen da hat. Das muss man sich halt erspielen. Normalerweise hat man nur den ganz normalen Namen. Aber da wir halt hier die Oberpros sind und gerade falsch laufen, kann das sein? Ja, wo rennen wir eigentlich hin? Wir müssen... Ich könnte mal auf die Karte gucken. Ja. Haben wir überhaupt... Ich habe auf der Karte gar nichts angezeigt. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall auch raus. Wir müssen nämlich nach Dolanar, quasi zum nächsten... Wo bist du denn jetzt hingerannt? Wo stehst du? Wo bist du? Ach, da stehst du vor mir. Haha. Ja, wir müssen hier dem Weg folgen und da hinten rechts hoch, genau. Ja, ich würde mal sagen, auf dem Weg dahin machen wir uns mal in der nächsten Folge. Das war jetzt erstmal der erste Vorgeschmack. Genau. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und da gehen wir noch mal ein bisschen auf die Titel ein. Genau. Haben wir wohl ruckzuck hier das Stadtgebiet abgeschlossen, weil das ist ja der Wahnsinn, wie flott das mittlerweile geht. Irre. Ja, und auf dem Weg ins nächste Gebiet machen wir uns in der nächsten Folge. So sieht's aus. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.